Willkommen zu einem neuen Video in der Dopmi. Ja, endlich mal wieder Dopmi-Video. Schon lange war kam kein Dopmi-Video, oder besser gesagt. Ein Trade-Video möchte ich nicht machen. Aber schon mal. Was? Ich möchte ja nicht flexen, aber. Nein. Was ist das? Aber schon seltsam, was er so macht. Man findet ihn nie. Dann tippe ich mich einfach. Schauen wir mal, wo er ist. Okay. Seltsamerweise sind wir beinahe hier. Ja, sehr seltsam. Ich habe ja Lust gerade. Eigentlich sollte man niemanden in Real Life in Duschen sehen, aber in der Dopp ist das okay. Ey, er ist richtig groß. Oh, jetzt stehe ich mich einfach wieder. Schön seltsam. Was? Dass er sich schon irgendwann teleportiert. Gehen wir zu die Hobbys und meine Beine so seltsam. Wir werden jetzt ein Hobby spielen. Wer der schnellste ist, der gewinnt 50 Bucks. Und ich habe jetzt nicht bemerkt, wo. Wir tippen uns. Wir nehmen uns nicht die Okay, können wir machen. Müssen wir aber nicht. Und schaut. Haben wir es? Ach, das ist schon mal hinten. Wie schön. Ja, gar nicht schön. Okay, wir kommen zu den Schaden. Aber es wird noch schwieriger. Nein! Es geht um 50 Bucks. Ja, eigentlich sollte es mindestens 100 Bucks sein, aber da, falls ich gewinne, er nicht so viele Bucks hat, haben wir gemacht, dass wir nur 50 Bucks machen. Und ja, das ist das erste Video, wo ich gegen einen anderen YouTuber so etwas tue, zum Beispiel Hobby spiele, um etwa, gegen etwas zum Beispiel, wie ihr hier seht, gegen Bugs-Spiele. Sowas werde ich auch natürlich mit anderen YouTuber tun. Die Sache ist, dass sie etwas nicht wissen. Ich werde sie trotzdem etwas schenken, egal ob sie verlieren oder nicht. Und hat er schon geschafft? Wo ist dieser Junge? Seltsam. Ich glaube, er ist besser. Auf jeden Fall. Da muss ich meine 50 Bucks mal schon vorbereiten zu bezahlen. Okay, warum rede ich jetzt so? Ich kann vollkommen voll sehen, dass der dort ist. Okay, zwar haben wir nicht gewonnen, aber jemand wird mindestens glücklich. Und wo ist der? Seltsam. Ja.
Tu es. Wir haben es bezahlt. Wir haben ihm ein Gottgeschenk geschenkt, wie ich gesagt habe. Ich hoffe, es gefällt ihm. Und ja, falls es wieder so heißt, etwas Roblox ist oder gegen einen YouTuber zu spielen, dann schaltet ein. Ich sag ihm mal, bye. Danke Leute, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, jemandem etwas zu geben. So habe ich nicht gewonnen. Aber was ist denn? Mindestens jemand hat sich gefreut. Nicht ich, aber jemand mindestens. Und ja, ich jetzt sage ich echt. Ciao!